oder herzlich willkommen, ihr Lieben. Wir spielen I'm Future. Ich bin so gespannt. Die Demo war richtig cool, die hat richtig viel Spaß gemacht. Bis darauf, dass ich mit diesen blöden Würmchen total überfordert war, weil ich irgendwie zu doof war, die anzusprühen. Aber wir probieren das heute nochmal. Was sagt denn was sagen denn hier die Optionen? Der Ton passt bei euch? Oder ist es zu laut? Oh, es gibt ein cozy Level! Wie süß ist denn diese Katze? Survival Mechanics are present in the full format. Normal Mode. Cozy Mode. Electrocytes will not eat plants from your beds. Oh, wie cool. Und Home Mode. Oh, cool. Man kann diese Würmer abstellen. Muss man im Game sehen, okay. Also wenn irgendwas von Audio her nicht passt oder so, sagt gerne einfach Bescheid. Oh, das finde ich aber cool. Aber wir spielen im Normal Mode. Drehung invertieren. Sprache Deutsch. Nice. Änderung speichern. Ich habe nichts geändert, aber speicher du gerne. Grafik. Ja. 60 FPS. Na, ich traue mich das gerade nicht auf Ultra umzustellen. Mein PC macht manchmal ein bisschen Spacken. Der muss früher oder später mal ersetzt werden. Deswegen. Aber ich glaube, hoch passt auch. Ja. Ich würde sagen, so, wir sind hier fertig. Wir gehen rein in das Game und starten ein neues Spiel. Oh, wie cool bist du denn? Oh. Genau, hier nochmal der Hinweis, das Spiel befindet sich noch im Early Access. Also, Bugs, Fehler, kann alles passieren. Okay, vielen Dank für den Hinweis. Ja, der Vorspann ist so cool. Ich mach mich mal kurz weg. Oh, geht nicht. Cool. Ich bleib hier. Hallo. Warning. Hibernation aborted. Your total hibernation time was 6 years, 6 months, 5 days. Welcome to Eden, your new home. Huh? I have no idea where the hell I am. But damn, this place is gorgeous. So witzig, wie er nach 6 Jahren aus dem Kryoschlaf kommt und dann diese Gurken auf den Augen hat. Ah, endlich habe ich mal ordentlich geschlafen. Heute ist ein guter Morgen. Oh, das fühle ich. Das fühle ich sehr. So, das Mikro ein bisschen richten. Ja, sollte aber so passen. Wo bin ich und was zum Teufel ist hier passiert? Ich kann mich nicht erinnern, schon mal hier gewesen zu sein. Wobei... Wenn ich so darüber nachdenke, kann ich mich an fast nichts erinnern. Nach einem Hyperschlaf kommt es oft zu Gedächtnislücken. Aber wer vergisst seinen eigenen Namen? Ich habe wirklich lange in der Kapsel geschmort. Ah, mein Kopf. Haben wir gestern Abend gefeiert? Wo sind all die Gäste hin? Sollte ich sie suchen? Hey, ist hier jemand am Leben? Okay, wir können uns mit WASD bewegen und die Maustaste benutzen, um deiner Umgebung zu interagieren. Dankeschön. Ach genau, wir können die Kamera drehen. Das finde ich bei dem Spiel auch richtig cool, dass man das machen kann. Dass man reinzoomen, herauszoomen und die Kamera selber einstellen kann. Das heißt, man kann das so für sich machen, wie man das gerne hätte. Entweder in Nahaufnahme oder ein bisschen weiter weg. Man kann den Winkel so einstellen, wie man es gerne hätte. Das finde ich total gut. So. Da sind wir wieder. Ich glaube, ich weiß nichts mehr. Das ist schon wieder für meinen Kopf viel zu lange her, dass wir die Demo gespielt haben. Aber ich denke, zusammen kriegen wir das hin hier. Wir untersuchen mal. Ein neues Objekt erhalten. Eine Spielzeugrakete. Früher erkundete die Rakete die Galaxien im Kopf eines kleinen Jungen.
Als ich in der Kapsel aufwachte, drückte ich sie wie einen Schatz an meine Brust. Sie muss eine Verbindung zu einer Person darstellen, an die ich mich nicht erinnere. Ein Kind? Mein Sohn? Wer beantwortet es mir? Ach, hier haben wir Gegenstände, Herstellungssachen. Ach ja, stimmt. Wir haben ja auch ein bisschen Charakter-Editor, ne? Brille. Kopfhörer. Ach ja, das musste man, glaube ich, hier mit dem Koffer machen, ne? Das kommt dann gleich. Gegner. Ein kleiner Geist. Süß. Okay. Hier haben wir ein Ausrufezeichen. Die kybernetische Hand. Das ist zu weit weg. Ja, wir gehen mal hin. Ich komme mal ein bisschen ran, ne? Aha. Zum Kabel nochmal. Jemand hat diese kybernetische Hand zu einem Rückenkratzer gemacht. Was für ein Sakrileg. Hey, das ist genau die richtige Größe und passt farblich perfekt. Was will man damit sagen? Jemand hat sich an meinen Sachen zu schaffen gemacht? Eine kybernetische Hand, neues Werkzeug. Zum Tragen, große Objekte und Sammeln von Ressourcen. Dieses veraltete Modell der Prothese ist auf Münzen ein Symbol für harte, aber gerechte Autorität. Der letzte Herrscher der Erdföderation trug solch eine Prothese. Nice. So, was sagt denn unser Aufgabenzettelchen hier? Öffne den Koffer, bahne dir einen Weg hinaus. Ja, das konnte man offen lassen und zumachen. Hier ist unser Koffer. Wir können unser Aussehen ändern. Aufgabe abgeschlossen, öffne den Koffer. Hipster-Frisur. Blanke Platte, kurze Haare. Wir bleiben aber bei der schönen Hipster-Frisur. Das Bärtchen ist doch auch super. Eine Brille Bromanit. Das finde ich übrigens auch sehr cool. Gut. Schick, schicke Klamotten. Ja. Ja. Man kann sogar die Socken noch auswählen. Witzig. Ja, aber mir gefällt er so, wie er ist. Und wir können das Ding auch noch durch die Gegend tragen, ne? Herz zum Drehen, loslassen. Ich glaube, wir legen das jetzt erstmal hier hin. Zack. So. Versteinerte Wurzel. Das stimmt. Und hier unten ist Health, also Gesundheit und Essen. Wir müssen essen. Da hatte ich in der Demo tatsächlich ein bisschen Probleme mit, genug zu finden. Wächst. Oh, das ist cool. Ich glaube, das hat es beim letzten Mal aber nicht angezeigt, dass das jetzt wächst und sowas. Papier, dafür brauchen wir eine alte rostige Säge. Was sagen unsere Aufgaben? Bahne dir einen Weg hinaus. Was haben wir hier? Ach, das ist Metall. Schmeiß mal hin. Was haben wir denn hier? Da. Zack. Legen wir mal mitten im Weg. Ich bin am Verhungern. Als ob ich seit Ewigkeiten nichts mehr gegessen hätte. Und wer weiß, vielleicht ist dem sogar so. Scheint so. Ah, hier wird es jetzt auch nochmal angezeigt. Charakterwerte. Das Grün ist unsere Gesundheit hier oben. Was jetzt bei uns gerade orange ist. Und die Sättigung. Ist dich, um zu sättigen. Okay. Aber ich habe tatsächlich auch gelernt, man kann die Biomasse essen. Das war mir nämlich beim letzten Mal nicht klar. Bringt zwar nicht viel, aber ist besser als nix. Eco-Wending. Die Musik ist auch einfach chillig ohne Ende. Oh, Blaubeeren! Achso, ich muss erstmal den Text wegmachen. Die Beeren riechen so gut. Die sind bestimmt total süß. Etwas so Leckeres wächst nur an einem guten Ort. Ja, rein damit in die Futterluke. Und ich kann mich erinnern, wir mussten relativ schnell auch eine Kiste machen, weil, gedrückt halten. Blutplatz ist sehr begrenzt. Hier haben wir ein Fragezeichen.
Ach, da liegt ein Zettel in der Asche. Neuen Entwurf freigeschaltet, Campingfeuer. Jetzt weiß ich immerhin, dass jemand hier auf dem Dach gelebt hat oder lebt. Hoffentlich macht es ihm nichts aus, wenn ich ein neues Feuer mache und dieses sicherheitshalber entferne. Bauen. Benutze, um das Baumenü zu öffnen. Ach, da unten links ist das jetzt. Okay. Wähle aus, was du bauen möchtest und wähle dann einen Ort dafür aus. Hier ist der Baumodus. Genau, das sind die Kisten, die Lagerkisten. Campingfeuer. Ach, das ist das Herstellen. Das ist alles, das ist zum Herstellen. Und Pfeiler. Okay. Machen wir gleich sofort. Und es hat gespeichert. So, gerade gucken. Ne, ich verdecke nichts. So, das zerlegen wir mal. Sehr schön. Machen wir einmal hier unser kleines Feuerplätzchen hin, oder? So. Zack. Ah, meine Nase kitzelt. Dafür brauchen wir Holz. Zack. Haben wir hier noch Holzbielen rum. Das kann ich nicht zerwuseln. Dafür brauche ich die Säge. Okay, wir müssen gucken, dass wir bald die Säge kriegen. Aufgaben. Mache ein Campingfeuer. Untersuche den Kühlschrank. Ja, der Kühlschrank ist cool. Ich liebe den Kühlschrank. Aber erstmal gucken wir hier in die Kiste. Da hol mich doch. Jemand hat hier eine funktionierende Batterie versteckt. Die werde ich definitiv brauchen, denke ich. Tada. Finde die Batterie für den Kühlschrank. Ja, okay, wir hätten erst mit dem Kühlschrank sprechen müssen. Der hieß Earl, oder? Errungenschaft. Potzblitz. Lerne Earl kennen. Ja, er heißt Earl. Ein Kühlschrank auf dem Dach? Fantastisch. Der braucht nur eine neue Batterie und zum Glück habe ich vorhin einen Müllhaufen gefischt. Soll das wirklich mein Schicksal sein, dass ich bis in alle Ewigkeit mit leblosen Objekten spreche? Hallo Earl! Also schön, dann wecken wir dich mal auf und schauen, was drin steckt. Guten Morgen! Potzblitz, ich laufe wieder, Boss. Aufgewacht bin ich und wenn ich Beine hätte, würde ich sogar für dich tanzen. Du kannst reden? Was genau bist du? Wer hätte das gedacht? Du hast wohl noch nie einen Kühlschrank gesehen, der reden kann. Ach, ich weiß. Ich werde langsam verrückt von vielem Alleinsein. Ich fange an zu halluzinieren. Nein, ich habe eine bessere Erklärung. Eine böse Hexe hat dein Schloss verflucht. Die Hexe hat all deine Diener in sprechende Objekte verwandelt und dich in, haha, ein Monster. Veräppelst du mich gerade? So ist es, Boss. Ich heiße übrigens Earl. Schon als Kind habe ich gern gekocht. Also wollte ich eine Küchenmaschine werden. Aber der Riesenkonzern Unicorn hat entschieden, dass ich mich besser als Getränkekühlschrank mache. Du warst also ein Mensch, wolltest aber von klein auf zu einem smarten Gerät werden? Klingt etwas extrem. Gar nicht. Das ist vernünftige Arbeit. Viele Leute würden nur zu gern mit mir tauschen. Die Angehörigen werden großzügig entschädigt, weißt du? Meine haben ein gutes Geschäft gemacht. Wobei, da fällt mir ein, ich hatte gar keine Familie. Das überschreitet meine Vorstellungskraft. Vergiss die Festplatte nicht, Boss. Bist du neu hier? Ich habe Spitzentipps auf Lager. Frag mich ruhig was. Das ist ein bisschen was. So, wer bin ich? Du kommst mir bekannt vor, Boss. Warst du mal Statist bei einer Kochshow? Ich kann mir Gesichter nicht gut merken. Rezepte sind viel einfacher. Leidest du an diesem Gedächtnis-Ding? Amnesie? Oder heißt es Amnesie? Erinnerst du dich wenigstens an ein paar Witze? Nein? Ich hatte gehofft, wir könnten uns so die Langeweile am Lagerfeuer vertreiben. Der Fernseher war sowas von geizig. Wollte nicht mal kostenlos Werbung zeigen. Hey Frank, was läuft im Fernsehen? Frank, sieh doch! Jemand muss ihn gestohlen haben. Wo sind wir hier? Wir sind hier in Kosmopolis, Baby. Wenn man die beste Hauptstadt der Welt sein will, muss man nur warten, bis der Ozean die Konkurrenz verschluckt hat. Das Leben hier war kein Zuckerschlecken, Boss. Ich habe endlich für die Reichen geschuftet
und als ich dann digitalisiert war, durften sie sich von mir bücken, um sich Essen zu holen. Aha. Was ist hier geschehen? Ganz ehrlich, Boss, ich habe nichts damit zu tun. Klar, das Café war nicht perfekt, aber jetzt? Meinst du die Flut? Hast du hinter dem zweiten Mond gelebt oder was? Nichts für ungut, Boss. Ich bin kein Experte, was Ökologie angeht, aber wie es scheint, geht es schon eine ganze Weile bergab. Wo sind all die Leute? Wenn ich das nur wüsste. Müsste ich raten, würde ich sagen, dass uns vielleicht Außerirdische angegriffen haben? Ich wurde seit 6 Jahren nicht mehr gewartet. Ich wäre schon längst auf dem Schrottplatz, wenn noch jemand da wäre, um mich hinzubringen. Wer hat hier gewohnt? Keine Ahnung. Du bist der erste Mensch, den ich seit Jahren sehe. In Anbetracht des Chaos muss ich hier was ziemlich Schlimmes abgespielt haben. Aber es ist schön, wie grün das Dach jetzt ist. Wir sehen uns. Ach, meine Schaltkreise. Wir haben es etwas übertrieben. So viel Energie verbraucht. Es wird Zeit für den Schlafmodus. Du kannst auf dem Dach des Speichers hinter mir schlafen. Die Baristas in dem Café, in dem ich mal gearbeitet habe, haben zwischen den Schichten dort immer Nickerchen gehalten. Oh Gott, wird aber schnell dunkel. Wenn du den Drang hast, über die neuesten Gerüchte zu reden, weißt du, wo du mich findest, Boss. Okay, es hat wieder gespeichert. Wir haben neue Aufgaben. Abgeschlossen. Untersuche den Kühlschrank. Schalte den Kühlschrank an. Schlaf auf dem Liegestuhl. Ja, das machen wir auf jeden Fall gleich. Ah, dafür müssen wir, glaube ich... Ach ja, stimmt. Das ist die Leiter nach oben. Es ist zu weit weg. Zerleg das doch mal für mich, bitte. Vielen Dank. So, wir gehen gleich auf jeden Fall schlafen. Aber erstmal will ich noch ein bisschen hier was aufsammeln. Loot, Loot! Vor allem müssen wir gucken, dass wir gleich noch was essen können. Dafür brauchen wir eine Säge, dafür brauchen wir eine Säge. Was ist das Ding da drüben bei dem Riss? Militärische Technologie oder eine sehr komplexe Wachstumslampe? Das scheint kaputt zu sein. Ich sollte das auseinandernehmen, sobald ich kann. Die Elemente im Innern sind sicher von hoher Qualität. Hm. Interesting. Ja, ich weiß. Dem kann man nicht, darf man nicht so nahe kommen. Hm. Das ist nicht sehr nett. Nee, lass mich mal in Ruhe. Ich will nur hier den Kram wegmachen. Blümchen. Diese Blumen duften wunderbar und schmecken auch ziemlich gut. Schade nur, dass ich ganze Sträuße davon bräuchte, um satt zu werden. So. Haben auf jeden Fall schon mal ein bisschen was eingesammelt. Ach ja, stimmt. Das konnte man hier reparieren. Bau eine Brücke. Das ist jetzt neu. Und wenn das nicht da... Ah, okay. Man kann es wegmachen. Die Brücke zum Dach nebenan ist kaputt. Ich frage mich, was es dort wohl gibt. Die Reparatur der Brücke wird nicht ganz einfach. Das wird einen Moment dauern, aber gut Ding will Weile haben. Oh, nice. Ich bin echt so gespannt, was man auf den anderen Dächern dann so findet. So. Oh, wo kriegt man die Säge denn nochmal her? Oh, was ist das? Oh, ich habe das Päckchen noch gar nicht aufgemacht. Wir haben ein neues Objekt erhalten. Was haben wir bekommen? Ach, hier sind die ganzen Sachen drin. Biomasse. Früher wild und ungezügelt wachsend. Ist sie nun nur ein vertrockneter Klumpen Biomasse, der dir oder dem Generator als Futter dient. Das ist Altmetall, Plastik, Kohle, Papier, Holz und Blech. Das ist jetzt das fürs Feuer. Ach, hier gibt es auch noch Sachen, die sind noch gar nicht verfügbar. Ha, ich freue mich so. Das ist unsere Hand. Wir haben meinen Helm gefunden. Man kann also auch noch
Gegenstände finden. Das ist aber ganz schön fancy. Oh, wie cool. Wir haben eine Tagebuchseite gefunden. Auch wenn es nichts bringt, werde ich meinen Bericht fortsetzen. Die Plünderer haben nicht wieder angegriffen. Mein Meister und ich sind allein auf dem Dach. Uns gehen die Ressourcen aus, aber die Expedition ins Gebäude war ein Erfolg. Was ich dort fand, wird meinem Meister beim Überleben helfen. Es besteht eine geringe Chance, dass ich Zutaten. Ah, schade, den Rest kann man nicht lesen. Aber cool. Reparatur beginnen. Finde die Säge. Es gab mal eine Leiter zum Dach des Speichers. Du solltest ein paar Bohlen finden und sie reparieren. Hier in der Nähe ist überall Holz. Ich muss eine Säge finden, um das Holz zu Bohlen zu verarbeiten. Dafür braucht man den verstärkten Hammer. Zu weit weg. Okay. Wo war der Hammer? Ach, die Pilze konnte man doch auch essen, aber die musste man, glaube ich, kochen, ne? Ist da die Säge? Hast du die Säge? So gut wie neu. Schnell, scharf und überragend. Los, mein Schatz, zeig mir, was du kannst. Eine rostige Säge zum Zersägen von Bohlen und Bäumen. Wird auf Freya, dem zweiten Erdsatelliten, für friedliche und militärische Zwecke benutzt. Als es ihnen an Waffen mangelte, nutzten Ingenieure des Unternehmens die Sägen im Kampf gegen Weltraumpiraten. Okay. Da ist ja ein Fragezeichen dran. Noch eine leere Kryokapsel? Ob noch jemand auf dem Dach lebt? Ich hoffe, er hat noch sein Gedächtnis und ist bei Verstand. So, wir haben die Säge. Neuer Entwurf freigeschaltet, Eisensäge. Achso, das ist das alles? Ist das ein kleiner Roboter? Na? Wir müssen bald was essen. Ach ja, wir haben ja nur eine rostige Säge, ne? Kann ich die nicht aufnehmen? Muss ich die zerlegen? Kann ich hier was? Ja, stimmt. Ah, nice. Dann machen wir das Lagerfeuer schon mal fertig. Ich habe etwas Holz auf einem Haufen geworfen und ein tolles Campingfeuer gemacht. Wenn ich hungrig werde, bereite ich einfach etwas über dem Feuer zu. Cool. Bären. Und wir haben Bärensamen bekommen. Okay, das packen wir jetzt in die Leiter. Das müssen wir dreimal machen. Und wir müssen gleich dringend was essen. Und was will der Kühlschrank von uns? Sag mal, habe ich dir je erzählt, dass ich der Kühlschrank des größten TV-Kochs aller Zeiten war? Er hat mir jedes Rezept der Welt beigebracht. Ich wollte ihn immer schon Leben einhauchen, aber wie heißt es doch so schön? Frigidarium, er ist Frigidarium. Ein Kühlschrank ist ein Kühlschrank. Apropos Essen. Hast du einen Nachtpilz gefunden? Den können wir kochen. Oh ja, natürlich weiß ich, dass Nachtpilze höchst giftig sind. Aber ich habe meinem alten Boss oft zugeschaut, wie er gebackene Pilze zubereitet hat. Wenn du sie über einem Feuer erhitzt, werden sie genießbar. Ob du wohl das Kochgenie übertreffen kannst? Ich werde versuchen, kochen zu lernen und das Rezept freizuschalten. Ah. Ah, nice. Es gibt zwei. Super. Dann haben wir die Leiter fertig. Und, oh, mein Bauch rumort. Wie verrückt, ich könnte einen Elefanten essen. Wir haben nur keinen Elefanten. Ja, jetzt ist es soweit. Die Pilze sehen wirklich lecker aus, aber wo sind sie giftig? Ich sollte sie lieber über einem Feuer zubereiten. Jetzt ist nämlich unser Inventar voll. Aber ich meine, das Zeug despawnt auch nicht. Aber wir sollten auf jeden Fall jetzt bald
Eine Kiste bauen. Musste man doch, glaube ich, das da reinpacken, ne? Fehlt uns noch? Ein Blech fehlt uns noch. So, und wie können wir jetzt kochen? Dafür fehlt uns Salat. Oder kann ich die Pilze jetzt einfach so da reinschmeißen? Suppe. Kohlen benötigt. Okay, wir brauchen Holz, um Feuer zu machen. Wir haben aber hier noch einmal Holz. Cool. Oh, Suppe. Ich möchte Suppe. Ah. Man sollte gedrückt halten. So, und wo ist jetzt das? Trinkflasche? Oh Gott. Ölkanne? Okay. Das kenne ich aber auch noch nicht. Leerer Topf. Schneidbrett. Und wie kann ich die Pilze jetzt benutzen? Muss ich das einfach... Ey, kommst du her? Du musst mal probieren. Neuer Entwurf freigeschaltet. Gebackene Pilze. Oh, nice. Ist das cool. Habe ich das denn jetzt hier drin? Okay, man braucht 3 Pilze dafür. So, dann packe ich das hier in den Speicher. Boah, dann packe ich die Pilze mal da rein. Und die Blaubeeren. Und die Suppe würde ich... Gib mir die Suppe. Die Suppe würde ich dann jetzt mal essen. Wie viel gibt die? 15. Ja. Haben oder nicht haben, ne? So. Dann würde ich aber gerne... Sind das Samen? Ja, Pilzsamen. Nice. Wir brauchen noch ein Blech. Hier ist noch Blech. Suki. Dann haben wir nämlich eine Kiste fertig. Da würde ich jetzt erstmal die Samen vorerst reinschmeißen. Hallo, Kiste! Ressourcen transportieren. Mit Doppelklick. Um aufzuteilen. Supi. Ja, das Papier packe ich auch erstmal da rein. Machen wir jetzt erstmal Platz. Das ist so ein cooles Game, ja, finde ich auch. Das ist halt super entspannt und chillig. Und es macht halt einfach Bock. Und ich bin so gespannt darauf, was man alles noch entdecken kann. Vor allen Dingen, es ist noch ein bisschen auch noch was neu für mich. Weil ich beim letzten Mal anscheinend irgendwie einen Bug hatte. Und ich konnte das Ende gar nicht freischalten. Ich habe den Roboter gar nicht gesehen. So, das Holz schmeißen wir mal hier hin. Zack. Ich will gar nicht schlafen gehen. Aber ich glaube, ich muss. Ne? Das ist jetzt die Biomasse auf. Sagt ihr hier noch? Bau eine Brücke. Gebackene Pilze. 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 Hier hinten waren noch Pilze, ne? Aber wir brauchen 3 Stück. Und aus den Blumen können wir wieder Suppe machen. 2 Pilze haben wir gekriegt. Nice. Undichter Injektor benötigt. Wenn ich nicht schlafe, kommen diese blöden Viecher nicht.
Bist du Biomüll? Ja. Du nicht? Wir lassen hier nichts verkommen. Es wird alles verwertet. Und ich nehme alles auseinander. Hammer. Hm. Jemand hat einen Kontrollpunkt aufgestellt, um einen Teil vom Dach zu blockieren. Hm, was sich wohl da drüben verbirgt? Wir haben eine Blume. Das ist jetzt unsere Blume. Ich horte alles hier drüben. So. Du darfst jetzt da wohnen. Ja. Komm, den Tisch machen wir noch. Das ist natürlich blöd. Obwohl, ein bisschen Feuer ist noch drin. Können wir noch schnell die Suppe kochen? Wir können noch Pilze kochen. Ich möchte Pilze kochen. Was hat er jetzt mit den Pilzen gemacht? Sind die jetzt kaputt? Oh nö. Habe ich jetzt verballert? Really? Habe ich es kaputt gemacht? Okay. Okay. Dann esse ich jetzt nur meine Suppe und gehe schlafen. Shit. Benutzen. Schöner Liegestuhl. Was haben wir hier? Papier. Wie schön es hier ist. Und die Luft ist so rein. Dabei haben die Leute mir gesagt, in Großstädten bekomme man keine Luft. Wer sind die Leute? Obwohl ich jahrelang geschlafen habe, wäre ich nicht abgeneigt, ein kleines Nickerchen abzuhalten. Neues Objekt erhalten. Collapse Cats? Theseus-Tech-Broschüre. Machen die Erinnerung an vergangene Fehler zu schaffen? Wir können eine leere Stelle in dein Gedächtnis einfügen. Ohne Erinnerung gibt es das Problem nicht. Es kann zu Migränen, wiederholten Déjà-vu und Überraschungen führen. Ob das so eine tolle Idee ist? Ich weiß ja nicht. Du hast die im Inventar? Wo? Wo? Konstruktion abreißen. Oh, cool. Nachtpilz. Kochrezepte. Oh, da gibt's aber ein paar. Fische, Köder, Samen. Ich sag dazu nichts. Wie kommen die denn da hin? Die waren gerade noch nicht da. Wie ich die einfach übersehe. Hallo Pilze. Die geben 20, ne? Rein damit. Rein in die Futterluke. So. Und mit vollem Bauchi können wir jetzt schlafen. Danke. Gut Nächtle. Hm? Sehe ich auch so. Ja, ich bin pilzintolerant. Du hast es richtig erraten.